Zum 17. Pressefest seiner Vereinszeitung Mitwisser hatte der Verein Mittendrin Leben e.V. Berlin alle Freunde und Förderer sowie interessierte Gäste zu einer gemeinsamen Feier im und am Stadtteilzentrum Hellersdorf Ost eingeladen. Ich darf Sie zum 17. Mal zum Pressefest unseres Mitwissers recht herzlich begrüßen. In diesem Jahr steht das Fest ganz unter dem Zeichen der 100. Ausgabe, die ja kürzlich erschienen ist. Mittendrin Leben e.V. Berlin ist ein anerkannter gemeinnütziger Verein, der sich für die psychosoziale Betreuung von Menschen mit verschiedenen Problemlagen verantwortlich fühlt und eng in die Stadtteilarbeit Marzahn-Hellersdorf eingebunden ist. Mit einem bunten Rahmenprogramm für Groß und Klein bedankte sich der Verein bei den treuen Lesern für das langjährige Interesse an der Zeitung. Allem voran stand der Dank an das Redaktionsteam und alle fleißigen Helfer und Unterstützung der Zeitung Mitwisser. Auf dem Pressefest wurde ein oft und gern im Verein empfangener Gast begrüßt, die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Miteinander Leben e.V. ist ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des Lebens im Bezirk Marzahn-Hellersdorf und insbesondere hier in diesem Stadtteil. Und deshalb bin ich heute gern gekommen, um zur 100. Ausgabe des Mitwissers zu gratulieren. Aber ich komme auch außerhalb der Pressefeste oft hierher, um mich über die Arbeit für die Klienten zu informieren und auch über meine Arbeit im Bundestag. Aber ich bin heute gerne gekommen, wie jedes Jahr, zum Pressefest des Mitwissers und möchte erstens gratulieren, herzlichen Glückwunsch zur 100. Ausgabe des Mitwissers. Für mich ist diese Zeitung ein ganz wichtiges Informationsmittel zu der Frage, was ist hier los, aber auch was ist bei Mittendrin Leben e.V. los. Und deswegen wünsche ich Ihnen einerseits heute ein wunderbares Pressefest, bedanke mich aber sicherlich auch im Namen aller Klientinnen und Klienten bei denjenigen, die im Verein Miteinander Leben e.V. ehrenamtlich und hauptamtlich jeden Tag für Sie da sind und mit Ihnen gemeinsam arbeiten. Ich wünsche mir für Sie alle und für unseren Bezirk Marzahn-Hellersdorf, dass das auch in diesem Jahr und in den nächsten Jahren so weitergeht. Ein selbstgebackener Jubiläumskuchen, ein wahres Schmuckstück. Für Unterhaltung sorgten die Singegruppe des Vereins, ein Mitwisser Showquiz sowie Camille und Ernesto vom Gamba-Zirkus. Auf zahlreichen Infoständen präsentierten viele Gruppen und Initiativen des Vereins Ergebnisse ihres Wirkens. Deshalb lesen wir den Mitwisser zum Besserwissen und Verstehen. Ausgaben über 100 und 17 lange Jahr hast du uns unterhalten, informiert so wunderbar. So soll es weitergehen, du bist ein Hauptgewinn. Hut ab, ihr Zeitungsredakteure, Durchgangsprobieren. Ja, jawohl.
In 1 ist bei 84 Zentimeter. Vier Flugobjekte zu bauen, jawohl. Da sind die bösen Jungs aus der Schule jetzt, glaube ich, im Vorteil. Wir haben da ein bisschen Übung vielleicht noch. Nächstes Team, erste Werferin. Ist ja schon weg. Sie war zu dritt.